Hallo und herzlich willkommen zu Happy Hour. Heute zum Martini-Special mache ich mit euch ein Dry Martini. Dafür brauchen wir 5 cl Gin und ca. 1 cl Wermut. Wir geben den Gin und den Wermut ins Rührglas. Nun geben wir 5 bis 6 Eiswürfel dazu und rühren den Cocktail ca. 30 Sekunden um. Ich mag den Cocktail eher mild, deshalb rühre ich ein bisschen länger. So verwässert er ein wenig mehr, wird aber auch sehr viel kälter. Anschließend nehmen wir ein vorgekühltes Martini-Glas und seihen den Cocktail ab. Wir dekorieren unseren Martini, wie bei diesem Cocktail üblich, mit einem Olivenspieß. Und fertig ist er, der Dry Martini. Der Cocktail hat einen Alkoholgehalt von ca. 32%, schmeckt mild mit einem sehr angenehmen Gin-Aroma. Er enthält ungefähr so viel Alkohol wie eine Flasche Bier. Schaut doch mal bei den anderen Videos des Martini Specials vorbei. Welcher gefällt euch am besten? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Über einen Daumen hoch oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Chris.